Hallo Leute, das ist Episode 254. Wir schauen, dass wir jetzt in diese Höhle da vorne kommen. Und zwar natürlich nicht zu Fuß. Nein, das wäre zu langweilig mit einem Pferd. Das übrigens unsichtbar ist und ein Geist. Ich meine, wer sonst so langweilig, wie gesagt. Also, das geht ja gar nicht klar. Hält auch übrigens alles an Damage aus, also wunderbar, würde ich sagen, hä? Und da es keine Lungen hat, kann es unendlich lang rennen. Hey! Ist das geil, oder was? So, da vorne soll eine Höhle sein. Ja, da ist er. Da ist er. Ich glaube sogar, hier war ich mal. Nein, war ich nicht. Bronzewasserhöhle. Sieht zwergisch aus. Ziemlich, ja. Egal, rein. Ich mag Zwergen. Zwerge. Zwerge. Ja. Oh, cool. Bären, hä? Ich stehe drauf. Bitte greift nicht mich an, sondern. Okay, ich glaube, die kämpfen eh gegeneinander. Jetzt kann ich sie töten. Ja, ich hoffe mal, ich bekomme beide Seelen. Wäre besser. Scheint so. Ja. Ist gut, ist gut. Bärenpelz, sehr viel wert. Sehr geil. Ich schätze mal, weiter geht's hier nicht. Aber hey, abgeschlossen ist abgeschlossen. Da lag ein Trank rum. Gott weiß warum. Und eine Truhe ist hier. Der höchsten Magiker. 150 Punkte ist nicht schlecht. Und abgeschlossen. Auf geht's zur nächsten. Yeah. Mann, war das eine geile Höhle oder was? Also, wow. Oh. Ganz knapp noch ein Dungeon entdeckt. Von hier sieht man ihn nicht. Und von hier schon. Yay. Ist das geil. Okay, reiten wir einfach hin. Die Frage ist, wie rum am besten? Okay, darum. Okay, ich gehe einfach darum. Komm her, Frosty. Komm auch aufs Pferd. Nein? Okay, dann nicht. Weißt du Bescheid. Vielleicht finde ich noch... Oh, noch ein Bär. Scheiße, schnell weiter. Scheißegal. Einfach mal so umgeritten. Den juckt's halt einfach gar nicht. Rennt mir wahrscheinlich noch hinterher. Wayne. Oh, da ist ein Haus. Theoretisch... Na, das ist, sowas mache ich eher mit dem Dieb. In Häuser reingehen, schauen, dass ich eine Quest bekomme oder sowas. Sowas werde ich mit dem Dieb machen. Wie gesagt, ich will mir das eher aufteilen. Mit dem Magier hier alles erkunden und Dungeons und überhaupt und mit dem anderen dann questmäßig. Alles an Quests, was es so groß gibt. Wie schon öfter gesagt, aber es schaut ja eh keiner zu, deswegen. Wir sollten da drin sein. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Aha. Schätze natürlich. Erhebt euch von euren Schätzen, die vier Buchstaben, und lasst uns gehen. Still, Salma. Wir sind nicht allein. Oh. Ich glaube, gleich greifen die mich an. Das wäre cool. Werden die mich gleich angreifen? Oder kriege ich von denen eine Quest? Ich bin es langsam leid, darüber zu diskutieren. Wenn Fräulein Salma auf dieser Verrücktheit besteht, dann sei es so. Ja. Ich bin es langsam leid, darüber. Ja, halt die Klappe. Zack, zack. Ich habe keine Ahnung, was sie wollten. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Quest machen, ich will einfach nur die Scheiße erkunden. Hallo, verreck doch jetzt mal. Hiel dich nicht hoch, Bitch. Was fällt ihm ein? Gammelt er halt da rum, meint, dass er irgendwas. Oh, interessant. Ist ein bisschen was wert, ha? Ah, den brauchen wir nicht. Ist schon in Ordnung. Was hat die so? Juwelenhalskette. Na schlecht, nicht schlecht. Gold, ja. Brief an Salma. Oh, Elfendolch des Verschlingens. Oh. Da geht jemand ganz ab, hä? Ich schätze mal, vorne dran ist auch nichts. Nope. Dann. Warte mal. Nee, da drin waren wir noch nicht. Nee. Ironbind Barrow. Egal, keine Ahnung, was das heißt. Tja, verbuggtes Skyrim. Ich liebe es. Egal. Wen juckt schon? Mich nicht.
dann ist es auch egal. Solange der Rest auf Deutsch ist. Pff. Ich meine, mich wird's ja nicht stören. Wow, Bitch! Bitch! Bitch, Fresse! Go, Frosty! Mach sie alle fertig. Gib's ihnen. Aber jetzt greifen die Bitch nicht mehr an, ne? Bitches, ey. Solche Bitches. Ey, 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 ey. Was ist denn das jetzt? Silbererzader, ach so. Auch nichts dabei. Ist ja wieder typisch hier. Greif mal Frosty an, bitte. Vielen Dank. Hallo, ich wollte seine Seele, du Bitch. Kannst du nicht einmal die Spinne killen? Vor allem, weil es eine kleinere ist, okay. War voll die Babyspinne. Und so. Tralalala, lalalalala. Mal sehen, was am Ende so auf uns wartet. Ich schätze ja so eine Riesenspinne. Oder Schätze, warte, die haben doch was von Schätzen gesagt. Hi, ich will deine Seele. Oh, Beschwörung fast auf 70. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ich schätze mal, könnte besser sein. Vor allem, weil wir Magier und so ein Scheiß sind. Aber ich denke mal schon, dass wir es noch auf 100 bekommen. Das ist eher noch realistisch als Alchemie. Außer wir würden uns Zutaten cheaten. Was ich eigentlich auch schon fast machen wollte. Aber ich weiß nicht, das klingt so böse. Cheaten. Ich schätze mal, das ist erst der richtige Eingang. Wird eine fucking draugere Dungeon-Höhle sein. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber hey, was soll's. Sieht schon fast aus wie eine Falle. Nein, okay, dann halt nicht. Geht's da rein? Na, fast vielleicht. Oh, da ist ein Griff. Ah, oh, Fuchs, Fuchs. Und ich hab's einfach mal direkt gefunden. Kenne ich ja gar nicht so von mir. Leute? Oh Gott, ich könnte wetten, dass das einfach mal aufgeht. Wow, 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 wow! Du Bitch! Kann man von denen eigentlich die Seele aufnehmen? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich mal. Oh, ein Skever. Wie süß ist das denn? Direkt, 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 direkt. Ja, kann man. Schön, schön zu wissen. Okay, das geht nicht auf. Ich könnte es wahrscheinlich aufmachen. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Ich check sowas selten. Da scheint was hinten dran zu sein. Hat der was dabei? Ebenerzschwert! Wow, das. Wow, geil. Wow, Orgasmus. Wow. Da liegen noch Sachen rum. Wahrscheinlich sind auch einige runtergefallen. Aber was soll's? Ich hab zu viel davon. Eigentlich will ich schon theoretisch speichern. Es kann jederzeit eine Falle kommen. Ich hab eh derweil fast. Ja, 630 Speicherstände. Da ist einer mehr auch nicht wirklich schlimm. Da ist nix. Oder war da ein Griff? Nee. Hätte sein können. Hätte sein können. Alles kann sein. Nichts ist unmöglich, Toyota. Da ist eine Falle. So, Geld und ciao. Ey, jetzt ehrlich, jetzt. Wow. Du kleiner Penis. Ja, jetzt kann ich ihn auch gleich ganz töten. Hallo? Noch einer? Yeah. Direkt weggeschleudert. Oh je, da ist sowas vor. Oh, Traugere, hä? Auch schon da. Alles klar bei dir. Lang nicht mehr gesehen, Mann. Dachte, du kommst nie. Die Party hat schon lange gestartet, Mann. So, 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 so. Stirbst du? Stirbst du? Hä? Zuerst den da. Ja. Damit ich dann die Seele von dem krieg und überhaupt. Ist ja eh nur ein Scheiß. Scheiß Wicht. Den krieg ich locker. Bam. Und ich sehe nur eine Wand. Klasse Katze hier. Noch jemand? Sieht nicht so aus. Du bist mir ein bisschen im Weg, du. Was ich aber schnell umsprungen habe. Oh, ein mächtiger. Nice. Und Leder. Und irgendein. War das ein Rubin? Ich weiß es nicht. Ich habe zu schnell aufgenommen. Oh! Eine Truhe. Truhen sind awesome. Ich sag's euch. Oh, fast Level 80. Auf Schloss knacken. Das finde ich schon eher geil.
100 wäre schon cool. Also ich meine, ich brauch's nicht. Ich werde auch wahrscheinlich keinen Perk drauf tun, aber hat was? Hat was. Und wenn's was hat, dann hab ich auch was. Hä? Gold. Ja, das ist auch cool. Das heißt, ich muss runter. Ja, ich muss runter. Gehe ich halt runter. Wenn die es unbedingt so wollen. Aschehaufen, was ist in dem drin? Jetzt rastet er aus. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, mein ganzer Platz, aber was soll man machen? Vielleicht ist ja auch nicht so groß, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ehrlich nicht. Oh, ehrlich, noch einer. Oh shit. Ich will doch nur eure Seelen noch haben, deswegen chillt jetzt erstmal, bis ich meinen Zauber drauf habe. Alter, du verreckst zuerst hier. Geht ja gar nicht klar. So. Hau an dem rum. Oh, ich freue mich, wenn ich Beschwörung 100 habe. Dann kann ich verdammt nochmal 2 Stück beschwören. Oh, das wird so awesome. Das wird einfach awesome. Kannst du mir nichts erzählen? Kann ich mir nichts anderes nämlich vorstellen. Oh, noch ein Trank. Ich glaube, hier sind 2 übereinander. Ne, hier war ja der andere. Ohne Rüstung irgendwie, aber hey, kein Thema. Ich habe da gar nichts gegen. Oh, jetzt zeigt bloß das. Noch eine Kralle. Oder? Oh, orkischer Helm des großen Beschwörens. Auch gut. Hab ich kommen sehen. War ja klar, ich meine so ein Podest. So, jetzt ist kurz noch die Frage, was es macht. Das wäre noch vielleicht recht interessant. Beschwörungen kosten 17% weniger Magicka. Ist klasse. Was ein geiler Helm. Wow. Das sieht aus wie ein Thron. Als ob da jemand sitzen würde. Oh, das sieht nach einer Maske aus, Leute. Ja, das wird auch eine Maske sein. Höchstwahrscheinlich. Kann ich mir nichts anderes drunter vorstellen. Und ich speichere einfach nochmal. Weil das ist jetzt so ziemlich der Showdown hier. Wehe, der verreckt in der Luft, ne? Dann kann ich den vielleicht nicht mehr looten. Hauptsache schnell killen. Hauptsache schnell killen. Unerbittliche Macht habe ich drin. Oh, der hat ein... Wie heißt denn das? Wie Sturmatronachen gerufen. Denke ich mal. Oh, fuck. Kein Magiker mehr. Fuck. Und er ist tot. Schnell looten. Hä? Der hat ja gar keine Maske dabei. Mächtigeren Toten habe ich theoretisch schon. Das ist jetzt weird. Warum hatte der keine Maske? Ah, komisch. Aber da ist eine Axt irgendwie. Sehen wir uns vielleicht mal an. Oh, eine Truhe. Vielleicht ist es da drin. Nein, anscheinend auch nicht. Tja, scheiße gelaufen. Mächtigen Toten habe ich auch schon. Oh, ein Wort der Macht. Oh, ich dachte, ich habe schon alle. Ah, vielleicht habe ich alle, aber jetzt nicht so weitere, weißt du? Binden, ätherische Gestalt. Ah, nicht schlecht. Ist cool. Stahlschreit, Axt der Seelen. Sieht scheiße aus. Brauche ich nicht. Tja. Kacke, was? Und der hatte wirklich keine Maske? Das ist ja Crap. Der muss eine Maske haben. Der sah so zumindest so aus, oder? Also für mich sah er mega so aus. Vielleicht habe ich sie ja, keine Ahnung, verbrannt. Und anscheinend ist der Dungeon auch fertig. Oh, keine Ahnung. Kriegsherr Gartrick. Okay, vielleicht doch nicht. Ich meine, wenn er schon Kriegsherr heißt. Bisschen scheiß Name, hä? Ein Beutel. Auch bin ich jetzt voll. War nicht so schlau von mir, aber... Was habe ich eben für eine Scheiße aufgenommen? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt ablegen soll. Da, nee, das habe ich aufgenommen. War dumm von mir. Okay, Hebel. Da, Kette. Yay. Oh, holy crap. Jetzt sagt bloß, es geht schon wieder raus. Viel zu easy. Kein Wunder, dass ich es mit dem Magier mache. Ich bin halt einfach overpowered. Oh mein Gott, so viel Power. Ich kann mich nicht beherrschen. Da geht's also raus. Das ist ein komischer Ausgang. Ha,
Interessant. Wo komme ich raus? Ich weiß es nicht. Aufmachen. Oh, oh mein... Oh, lol. Was zur Hölle? Hä? Wie ist er halt da einfach dahin gekommen? Keine Ahnung. Unlogisch. Einfach mal sowas von mega unlogisch. Okay, da ist halt einfach mal eine Truhe mitten im Nichts. Cool für mich. Schlecht für andere. Da ist gerade irgendwas runtergeflogen. Das war's. Na, dann soll's wohl halt so sein. Das ist gut. Dann in der nächsten Episode machen wir dann mal weiter und schauen, dass wir noch mehr entdecken und noch mehr abschließen. Yay! Und überhaupt und so ein Scheiß. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao.